Wissenschaftlerin zu sein bedeutet für mich, Wissen zu schaffen, das heißt, Neues zu erforschen und aus diesem neu erlangten Wissen zu lernen, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Mein Name ist Julia Polanski-Biskup. Ich bin Professorin an der Charité und wir arbeiten am BIH-Zentrum für regenerative Therapien am BCRT. Wir untersuchen die Epigenetik von T-Lymphozyten. Das heißt, wir untersuchen die dreidimensionale Struktur des Genoms und versuchen darüber zu verstehen, wie T-Lymphozyten funktionieren. Wir wollen, dass dieses Verständnis, was wir gewinnen durch unsere Forschung, anwenden auf sogenannte adoptive T-Zell-Therapien. Das sind Therapien, bei denen versucht wird, körpereigene T-Zellen von Patienten zu isolieren, dann in der Zellkulturschale zu vermehren und dann diese Zellen zurückzugeben in den Patienten, damit sie die Krankheit des Patienten bekämpfen. Das macht man zum Beispiel bei Tumorerkrankungen, bei Krebserkrankungen. Das geht auch bei anderen Erkrankungen, zum Beispiel bei Viruserkrankungen kann man das auch machen oder auch bei Autoimmunerkrankungen. Das ist noch in der experimentellen Phase. Und diese Art von Therapien versuchen wir zu optimieren, indem wir mehr wissen über die T-Zellen, wie sie funktionieren und wie wir sie auch scharf machen müssen, damit sie eben ihre Funktion möglichst gut machen können im Patienten. Ein Projekt, was wir gerade verfolgen, das heißt Epigenetic Editing. Das heißt, wir versuchen die epigenetische Struktur, also die dreidimensionale Struktur des Genoms, gezielt zu modifizieren. Und wir versuchen sie so zu verändern, dass die Zelle eben genau das macht, was wir uns wünschen, nämlich Krankheiten bekämpfen, Tumore bekämpfen in diesem Fall. Wir sind, wenn man so möchte, nicht direkt translational aktiv. Das heißt, wir sind eher grundlagenorientiert, sind aber eingebettet in einer Umgebung, die sehr viel Erfahrung haben mit Translation. Das heißt, hier im Haus gibt es medizinische Arbeitsgruppen, die wirklich Therapien machen und versuchen, die zu optimieren. Und das ist schon sehr wertvoll, weil man dann nämlich, wenn man mit diesen Leuten spricht, schon während man seine Grundlagenforschung macht, drüber nachdenken kann, wie man eventuell oder was man von seiner Grundlagenforschung eventuell umsetzen kann in die Klinik. Naja, besonders viel Spaß macht es natürlich, wenn man gerade was Neues rausgefunden hat. Dann fängt man an, darüber nachzudenken, zu lesen, mit vielen Leuten zu reden, diese Daten zu zeigen und versucht, Ideen zu bekommen, eigene Ideen zu entwickeln, was das jetzt heißen könnte. Ist das irgendwie spannend oder ist das einfach sozusagen, ja, ist ein Befund, aber ist nicht so wichtig? Diese Diskussion, dieser ständige Austausch mit anderen Leuten über wissenschaftliche Ideen, ich glaube, das ist das, was mich eigentlich am meisten antreibt auch.